Eine kleine Stadt in Nordkalifornien wird von einem Doppelmord erschüttert. Noch nie habe ich jemanden so schreien hören. Geradezu unmenschlich. Sie wurde kreidebleich. Am Tatort bietet sich den Ermittlern ein Bild des Grauens. Ihr Körper und die Wand waren voller Blut. Diese Tat hatte jemand aus persönlicher Wut oder Rache begangen. Vengeance, maybe. Die Ermittler staunen über eine makabere Mitteilung. Das war schon ungewöhnlich. Der Täter war ein Soziopath. Mit der Zeit kommen alte Geheimnisse ans Licht. Wir waren wie Geister aus der Vergangenheit. Die meisten fürchten sich nachts. Man sieht wenig, überall laut das Unbekannte. Und das erzeugt Angst. Weimar ist eine kleine Stadt im Placer County. Da gibt's einen Krämerladen, eine Ampel und kaum Straßenlaternen. Die Kriminellen glauben, sie können sich nachts unbeobachtet austoben. Ich fing hier 1970 als Polizist an. Ich hatte keine leichte Kindheit und sah als Ermittler eine Chance darin, Menschen zu helfen, die ebenfalls Opfer geworden waren. Placer County ist fast 4000 Quadratkilometer groß. Es grenzt an Sacramento und erstreckt sich hoch bis zum Lake Tahoe. Es gab damals regelmäßig Gewaltverbrechen aller Art. Bewaffnete Raubüberfälle, sexuelle Übergriffe und Morde. Ich habe in meiner Karriere in etwa 200 Mordfällen ermittelt. In der Nacht sind Leute unterwegs, die den Schutz der Dunkelheit suchen, um ungestört ihre Verbrechen zu begehen. To get away with committing crimes. Sehr gewalttätige Menschen. Wir zogen nach Weimar und wohnten zunächst in einer kleinen Wohnung. Weimar ist etwas abgelegen. Wir sind hierher gezogen, weil wir die Ruhe suchten. Deb und ich waren ein Traumpaar. Okay, Girls, one song. Doug und Debra heiraten bald und gründen eine Familie. Wir saßen zusammen und ich spielte Harmonika. Sie liebten es. Und ihren Dad. Ich hatte mit Deb ausgemacht, dass sie sich um die Kinder kümmert. Ich arbeitete Vollzeit als Bauarbeiter.
Und 3 Abende in der Woche spielte ich als Musiker. Deb war als Mutter weit besser als ich als Vater. Wir hatten nur ein Auto. Wenn ich arbeiten war oder auftrat, hatte sie keinen Wagen und fühlte sich vermutlich sehr isoliert. Wohl auch deshalb freundete sie sich mit Jackie an. Hey, neighbors. Hey, come on up. Doing well. Jackie und Lee waren unsere Nachbarn. Jackie war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie leistete meiner Frau Gesellschaft, wenn ich nicht zu Hause war. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Cleve war eher ein Einzelgänger. Er bastelte gern in seiner Garage. Mir schien, Jackie und Cleve waren ein glückliches Paar. Schon bald machten wir viel zusammen und wurden gute Freunde. Jackie hatte Deborah etwas Geld geliehen. Deb ging rüber, um es ihr zurückzuzahlen. Ich hatte das gar nicht mitbekommen. Jackie? Sie wollte durchs Fenster sehen, aber die Vorhänge waren zugezogen. Sie dachte, die hätten sich bewegt. Nie im Leben hätte ich gedacht, es wäre gefährlich, zu Jackie und Leaf zu gehen. Ich wünschte, sie wäre nie rübergegangen. Ich wusste, irgendetwas stimmte da nicht. Die Vorhänge hatten sich bewegt. Sie waren zugezogen, was sonst nicht der Fall war. Es war anders als sonst. Ich hatte ein ungutes Gefühl und ging wieder nach Hause. Ich bat Doug und Bob, Jackies Bruder, nach dem Rechten zu sehen. Ich hatte nicht die geringste Sorge, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Sicher gab es irgendeine Erklärung. Ich half Bob, hinten einzusteigen. Gib mir Boost. Dann sein Schrei. Noch nie habe ich jemanden so schreien hören. Er schrie, oh mein Gott, immer wieder. Ich sah Cleve im Schlafzimmer. Ich ging hin, um zu sehen, ob er lebt. Er war tot und fühlte sich bereits kalt an. Ich ging zu Jackie und fühlte ihren Puls. Auch sie war bereits kalt. Ihr Anblick war das Furchtbarste, was ich je im Leben gesehen habe. Es war schlicht unmenschlich. Inhuman.
Kaum ist der Doppelmord gemeldet, übernimmt Ermittler William Summers den Fall. Es war Winter. Der Boden war matschig und nicht weit von der Eingangstür fanden wir einige Fußabdrücke. At the entrance of the residence. Wir gingen sofort ins Schlafzimmer. Bedroom. Da lag ein toter Mann im Bett, ein Weißer. Todesursache? Schuss aus nächster Nähe. An der linken Schläfe war ein Einschussloch zu sehen. Drumherum war die Haut verbrannt und ich bemerkte Schmauchspuren. Powder burns around the entry wound itself. He probably was asleep when he was shot. Man hat ihn im Schlaf erschossen. Auf dem Boden lag eine Frau. Then we observed a female lying on the floor. Der hatte man den Schädel eingeschlagen. Ihre Leiche war voller Blut, genau wie die Wände. Der Angreifer hatte ihr eine Socke mit Schottenmuster um den Hals gebunden, offenbar um sie daran durchs Haus zu schleifen. Jackie war vom Täter offenbar sexuell missbraucht worden. Bei der Obduktion fand das Labor Sperma in ihrem Körper. Der Täter war äußerst kaltblütig vorgegangen. Es war ein Soziopath. Es dauert nicht lange, da entdecken die Ermittler etwas sehr Seltsames. Auf die Rückseite der Schranktür hatte jemand mit Seife geschrieben, das tut gut. Wir fragten uns, was das bedeuten könnte. Wir vermuteten, dass es der Angreifer geschrieben hatte. Nach der Spurensicherung müssen die Polizisten die Angehörigen benachrichtigen. Keine leichte Aufgabe. Früh morgens um 2 klopfte jemand an die Tür. Meine Oma stand auf und durch die Glastür sah sie einen Polizisten. Sie sagte, was ist Jackie passiert? Noch bevor sie aufmachte, wusste sie, was los war. Ich sah, wie sie kreidebleich wurde. Meine Oma verlor an jenem Tag für immer ihre Lebensfreude. Ich begriff, dass Böse existiert. Die Ermittler wenden sich an die Familie und an alle Freunde. Wer hatte ein Motiv, Cleve und Jackie so etwas anzutun? Sie hatten keine Feinde. Das waren liebenswerte Menschen. Jackie war die Schwester meiner Mutter. Sie war witzig und voller Lebensfreude. Sie versprühte positive Energie. Jeder mochte Jackie einfach. Cleve dagegen war nicht ganz so lebensfroh. Cleve sagte jedem, was er von ihm hielt. Er mochte manche Leute nicht. Hatte öfter Ärger. Manchmal ging er auf Menschen freundlich zu, dann wieder wollte er mit niemandem reden.
Verschiedene Nachbarn berichten, dass sich Cleve kürzlich mit einem Mann gestritten hat, den alle Kettensägen Charlie nennen. Hey, you got no business here. Du hast hier nichts verloren, hau ab. No. Los! Ich bleibe hier. We had learned that a ein gewisser Charlie Howard war zwei Wochen vor dem Mord zum Haus gekommen und hatte sich mit Cleve gestritten. And there was an argument. Du hast meine Batterie geklaut, weil du mich sitzen gelassen hast. Hau ab! Ich gehe nirgendwo hin. Wir sehen uns. Na hoffentlich. Bis bald. Charlie war ungehobelt. Er war ein zwielichtiger Charakter. Er handelte gelegentlich mit Drogen und klaute auch. Er kam als Täter in Frage. He was a person of interest. We're not going to keep any big secrets here because we're dealing with a double homicide. When Charlie was bei der Befragung zeigte Charlie gegenüber den Ermordeten keinerlei Mitleid. Either of the victims. How long have you known Cleveland? Okay. Can I ask him when was the last time you saw Cleveland or Jackie? It's been about 2 weeks. About 2 weeks? Yeah. We've been on a little feud just recently. What happened over that feud? Well, he wouldn't do that if you were in town. Uh-huh. So I told him if he didn't get that if you were in town, I was going to take his battery out of his car. Can you think of any reason in the world why anybody would want to kill Cleve and Jackie? I'm just kidding for some reason. What were you doing Sunday evening? He said at the time. Er sagte, er sei mit verschiedenen Frauen zusammen gewesen, kannte aber nur ihre Vornamen. First name only. Debbie, Terry, and Sherry. What's their last names? Okay, you don't know, or you just want to? Okay. Do you know their address? No, you're gonna have to ask them. Your name is the one that keeps coming up over and over and over again. And I don't want you to call, and I don't want you to tell, hey, cover for me. Because that's. You know, I'm not worried. I'm not accusing you of anything. Yeah. Okay. Yeah, I understand. I'm just trying to. Thank you. Know. If we can check that out, we can eliminate you pretty fast. Charlie verweigerte einen Lügendetektortest. I don't trust polygraphs. It's a little red flag. Es ist schon etwas verdächtig, wenn jemand den ablehnt. Take a polygraph. It causes some concern. Aber solche Leute sind der Polizei gegenüber sehr misstrauisch. So gesehen kam das nicht überraschend. Da die Ermittler gegen Charlie nichts in der Hand haben, lässt man ihn wieder gehen. Auch Tage nach dem Mord gibt es noch keine Festnahme. Die Nachbarn sind verzweifelt. Bis die Morde passierten, war ich vollkommen sorgenfrei. Wir hatten ein schönes Haus auf einem wunderbar einsam gelegenen Grundstück. Nach der Bluttat lastete genau diese Einsamkeit wie ein Stein auf mir. Ich hatte Angst. Die Polizei dachte, der Mörder hätte mich gesehen. Doug hatte Angst, wenn wir allein zu Hause waren. Ich dachte, wenn sie was gesehen hat, was sie nicht sehen sollte, wird sie umgebracht. Ich hatte um meine Familie Angst und um mich selbst. Manchmal zitterte ich plötzlich und wurde panisch und glaubte, irgendjemand würde mich beobachten. Ich überlegte, kommen sie wieder, um mich oder meine Familie umzubringen? Ich war panisch.
Nach 3 Wochen kommen endlich die Laborergebnisse. Man hatte aus Spuren von Körperflüssigkeiten vom Zimmer, in dem Jackie gefunden wurde, 2 DNA-Profile ermittelt. Das eine gehörte zu Cleve, das andere zu einem Unbekannten. Es reicht nicht. Damals war die DNA-Analytik noch nicht sehr weit und es gab die DNA-Verbrecherdatei CODIS noch nicht. Das kam erst Jahre später. Eine Rechtsanwaltsgehilfin wendet sich an die Polizei. Sie glaubt, sie kann im Mordfall einen wichtigen Hinweis geben. Thank you for coming in. Also Jackie hat sie aufgesucht. Ja, sie war vor ein paar Monaten hier. Sie hatte die Anwältin aufgesucht, um eine gerichtliche Anordnung zu erwirken. Ihr ehemaliger Freund sollte Abstand von ihr halten. Er machte ihr Angst. Haben Sie seither was von ihr gehört? Nein, wir wollten uns wieder treffen. Aber Jackie erschien nicht mehr. Und füllte auch die Anträge für das Gericht nicht aus. Das kam mir seltsam vor. Vielleicht ist es unwichtig, aber ich wollte es sagen. Danke. Jackie hat die Sache möglicherweise in die eigene Hand genommen. Wir hörten über Freunde von Jackie Barton, dass sie einen Typen namens Joe Foster kontaktiert hatte. Um ihrem Ex-Freund klarzumachen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Dieser Joe Foster war ein polizeibekannter Kleinkrimineller, der auch schon ein paar schwere Straftaten begangen hatte. Die Ermittler spüren Foster auf. Sie befragen ihn zu Jackies Ex-Freund. Damit waren die Probleme erledigt. What kind of person was Jackie? Jackie was a good girl. Nice. Were you guys ever an item or? No. In Anbetracht seiner gewalttätigen Vergangenheit fragen die Ermittler Foster, wo er in der Nacht des Mordes war. Tell me a little bit about what you were up to that night. With my wife. Where were you guys up to? Watching TV with the kids. So you're watching TV, hanging out with the wife and the kids. Her kids or your kids? Her kids. Okay. Er sagte, er habe die Wohnung nicht verlassen. Ich bat ihn, mich zu kontaktieren, falls ihm noch was einfallen sollte. Am nächsten Tag lassen sich die Ermittler von Joe Fosters Frau die Angaben bestätigen. Wo waren Sie und Ihr Mann? An dem Abend war nichts Besonderes los. Wir sind gern zu Hause. Seine Frau bestätigte, dass er zur Tatzeit zu Hause war. Er war gewalttätig, aber es gab keine Hinweise auf eine Beteiligung an den Morden.
Die Ermittler wenden sich dem Ex-Freund zu, Mexican Joe. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich mit ihm reden wollte. Summers. Yeah, this is Bill Summers here. Er rief sofort an. Joe sagt, er lebe nicht mehr in Kalifornien und sei, als der Mord passierte, hunderte von Kilometern entfernt gewesen. Ein Familienangehöriger bestätigte sein Alibi. Damit war er für uns nicht länger verdächtig. Wieder ist eine Spur im Sande verlaufen. Und der Mörder läuft weiter frei herum. Ich wollte meine Familie in Sicherheit bringen. Ich war davon richtig besessen. Nach den Morden bin ich nie wieder zum Haus von Jackie und Cleve gegangen. Es war eine schlimme Zeit. Direkt nebenan zu wohnen, war echt furchteinflößend. It's scary. Die Ermittler gehen allen nur denkbaren Spuren nach. Eine wirkt vielversprechend. Sie hören, dass ein Mann Jackie öfter besucht hat, wenn Cleve bei der Arbeit war. Die Ermittlungen ergeben, er heißt Rick Pilgrim. Er schien wohlhabend zu sein. Unterhalten wir uns drin? Nein, wir reden hier. Er wohnte in einem schönen Haus. Er war Geschäftsmann. Er kannte Jackie und traf sie gelegentlich. Wir haben uns einfach nur gerne unterhalten. Er sagte, sie wären bloß befreundet gewesen. Rein platonisch. Ich habe ihr Schmuck verkauft. Viel Schmuck? Sehr viel. Rick gehörte ein Geschäft in Auburn. Er besuchte Jackie gelegentlich und verkaufte ihr Schmuck. Die Ermittler fragen ihn, wo er zur Tatzeit war. Er sagte, als die Morde passierten, habe er zu Hause seine kranke Frau gepflegt. Sind Sie bereit, einen Lügendetektortest zu machen? Er stimmte zu, konnte ihn aber nicht sofort machen, weil er seine Frau pflegen musste. Ich bot an, später einen Termin auszumachen. Ein paar Tage danach will Summers diesen Termin mit Pilgrim fixieren. Doch Rick Pilgrim ist unauffindbar. What do you mean you can't find him? Er war auf Geschäftsreise gegangen und nie zurückgekehrt. Seine Frau meldete ihn schließlich als vermisst. Er war einfach verschwunden. Bei uns klingelten die Alarmglocken. Man fragt sich, weiß er was? Was war passiert? Es war verdächtig. It is suspicious. Doch dann ruft eine benachbarte Polizeidienststelle an. Ricks Auto wurde an einem Abhang gefunden. Er war mit hoher Geschwindigkeit auf dem Highway unterwegs. Und in einer Kurve verlor er die Kontrolle. Er wurde aus dem Wagen geschleudert und erlag seinen Verletzungen. Die Ermittler fragen sich, ob dieser Unfall etwas mit dem Doppelmord zu tun hat. Also vergleicht man Pilgrims DNA mit dem DNA-Profil des Unbekannten vom Tatort. Es passte nicht. Erneut kommen die Ermittler nicht weiter.
Wir hatten bei so vielen Leuten Ermittlungen geführt, aber sie blieben jedes Mal ohne Ergebnis. Und irgendwann kommt der Barton-Gresham-Doppelmord zu den ungelösten Fällen. Man denkt über diese Fälle weiter nach. Sie stehen da im Regal und gelegentlich nimmt man sich die Akten vor, um zu prüfen, ob man was übersehen hat. Das ist frustrierend. Aber wir müssen dann einfach warten, ob sich neue Informationen ergeben. Ich fürchtete, der Täter hatte so gut gearbeitet, dass sie ihn nie schnappen würden. Meine Großmutter war tief enttäuscht. Wer ermordete ihre Tochter? Es hat ihr keine Ruhe gelassen. Eine Mutter kommt über sowas einfach nicht hinweg. Als Ermittler zu arbeiten, hat seine Höhen und Tiefen. Manchmal wacht man nachts auf und denkt über all die Täter nach, die man nicht gefasst hat. Begehen sie weiter Verbrechen? Diese Fälle lassen mich nachts nicht schlafen. Ich arbeitete mit Detective Summers an einigen ungelösten Fällen im Büro des Sheriffs. Ich wusste, zu jeder Akte gehört eine Familie, die nach Antworten sucht, die wissen will, wer ihren geliebten Angehörigen das angetan hat. Ich beantragte Geld, um ungelöste Fälle zu bearbeiten. 2008 hatte ich Erfolg und erstellte ein Verzeichnis aller ungelösten Fälle im County. Darunter war der Fall Gresham Barton. Das war ein klassischer Whodunit-Mord. Wenn jemand auf diese Weise aus nächster Nähe erschossen wird, steckt meistens ein persönliches Motiv dahinter. Da geht es um Ärger oder vielleicht Rache. Sehr persönliches. Was sehr ungewöhnlich war, war dieses in Seife geschriebene Graffito. Da stand, das tut gut. Wir wissen nicht, wer das geschrieben hat oder warum. Auch nicht, wann das war. Aber es ging einem während der Ermittlungen nicht aus dem Kopf. Während Tavares die Akten durchgeht, denkt er an eine wichtige Lektion aus seiner Ausbildung für ungelöste Fälle. Man hatte mir beigebracht, der Name des Mörders steht sehr häufig bereits in den Akten. Den Ermittlern macht besonders eine Sache Hoffnung: der rasante Fortschritt in der Analyse alter DNA-Spuren. Unser Kriminaltechniker überprüfte alle Beweisstücke auf ihren forensischen Wert. Die DNA-Spuren werden erneut ins Labor geschickt. Die Ermittler suchen inzwischen all jene auf, die Jackie und Cleve zuletzt lebend gesehen hatten. Wir leben in deren Vergangenheit. Is there anything else you can remember? Wir kommen wie aus dem Nichts. Ja, ist verdammt lang her. Die Leute haben es verdrängt, leben in neuen Beziehungen. Doug und Deborah Sandel leben jetzt in Reno, Nevada.
Sie haben sich getrennt. An den Doppelmord erinnern sich beide nur mit Widerwillen. Ich hatte über 20 Jahre nichts mehr von dem Fall gehört. Jackie und Cleve. Es ist Doug. Ohne Vorwarnung rief mich plötzlich jemand vom Placer County Sheriff an. Man wollte meine Aussage von vor 20 Jahren aktualisieren. Ich konnte nicht glauben, dass mich noch mal jemand zu diesem Fall befragt. All die Erinnerungen an Jackie kamen wieder hoch. Und offen gestanden war ich unglaublich froh, dass sich jemand um den Fall kümmerte. Doch die Befragungen liefern keine neuen Hinweise. Als die Ermittler die Hoffnung schon fast aufgegeben haben, gibt es einen Treffer in der DNA-Datenbank. Das Justizministerium rief an. Sie sagten, es war Joseph Foster. Foster war damals von der Polizei befragt worden. Tell me a little bit about what you were up to that night. With my wife. Where were you guys up to? Watching TV with the kids. Nachdem seine Frau sein Alibi bestätigte, galt er als entlastet. Wir sind gern zu Hause. Wir besuchten Fosters Frau und sagten ihr, dass es am Tatort eine Spur von ihr gab. Das überraschte sie nicht. Er war gewalttätig und sie fühlte sich offenbar von ihm bedroht. Sie sagte, sie hätte Joe damals gedeckt. Ich fürchtete um mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Endlich erzählt Fosters Ex-Frau, was in jener Januarnacht vor 20 Jahren wirklich passiert war. Joe hatte ihr gesagt, er wollte noch was einkaufen. Er komme bald zurück. Wir haben ermittelt, dass Foster zum Haus von Cleve und Jackie fuhr. Er erschoss Cleve und attackierte dann Jackie. Er vergewaltigte sie, dann erschoss und misshandelte er sie. Joe kam erst um 3 oder 4 Uhr morgens zurück. Er war verdreckt. Sie sah, wie er seine Klamotten auszog, übereinander legte und anzündete. Kein normaler Mensch verbrennt seine Sachen, nur weil sie dreckig sind. Er vernichtete Beweise. Fosters Ex-Frau ist bereit, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Der Verdächtige ist schnell gefunden. Joe Foster was in prison. Er saß wegen Vergewaltigung und Kidnapping im Gefängnis. Of a family member. He was at the Corcoran State Prison. Und zwar im Corcoran State Prison in Kalifornien. Wir wollten von ihm wissen, warum wir an Jackies Sachen seine DNA gefunden hatten. Foster schien nicht überrascht zu sein, uns zu sehen. Er wirkte sehr gleichgültig. Aspects of our job with this grant is to submit DNA evidence regarding these cold cases. One of the submissions we did ended up being your DNA off of one of Jackie's legs, actually.
Well, it was. I mean, it's a perfect profile of you. There's no mistake about that. And you guys weren't involved physically or... No. So, Joe, how do we explain this? I mean, let me know. But you never were involved with her? No. In a relationship sexually or anything like that? Wir fragten Foster nach einer sexuellen Beziehung, um die DNA-Spur an Jackie zu erklären. His DNA was on Jackie. It's your DNA, no doubt about that. But what's important is to give some answers to the family and just to get it off your chest. I've got nothing to get off my chest. I didn't do it. There's no doubt that your DNA is on her mind. There's no doubt, okay, Joe? There is a doubt. I didn't do it. Didn't do it. We're just looking for the truth. That's all we're looking for. And we use science to get to that truth. And so we know that's the case. It's not a question. It's the why. That's all, Joe. It's just the why. I didn't do it, guys. I had no idea who did. Maybe you were there and somebody else did it. Yeah. I just wish we had a logical explanation for your DNA being on the skin of her body at the time. I got three witnesses. Yeah. Joe Foster konnte es nicht ahnen. Die DNA, die er am Tatort zurückgelassen hatte, wurde ihm zum Verhängnis. Er verlangte nach einem Anwalt und beteuerte seine Unschuld. Aber aufgrund der DNA, der Aussage seiner Ex-Frau sowie weiteren Beweisen wurde er des Mordes schuldig gesprochen und bekam lebenslänglich. Foster verweigert jede Aussage. Doch um der Todesstrafe zu entgehen, bekennt er sich in beiden Mordfällen für schuldig. Ich denke, er hat diese Tat vorsätzlich begangen. Das Motiv war Sex. Und dann lief alles aus dem Ruder. In jedem Fall bleiben Fragen offen. Der Satz auf der Rückseite der Tür lässt sich mit nichts anderem in Verbindung bringen. Standen die Worte schon früher da? Wurden sie erst später geschrieben? Wir wissen es nicht. Aber Jackie und Cleef ist Gerechtigkeit widerfahren. Dass sie ihn gefasst haben, war eine große Erleichterung. Der Albtraum war vorüber und ich hatte keine Angst mehr. Jackie und Cleef mögen nun in Frieden ruhen. Sie waren in ihren 30ern. Sie waren noch sehr jung und haben so viel Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie versäumt. She's missed. Wir vermissen sie, weil wir sie geliebt haben. And she was loved.